Mächtig und anmutig zugleich schmiegt sich der Fels in die Landschaft. An der Pfalztonalm am Aachensee beginnt diese Tour im Karwendelgebirge. Rasch an Höhe gewinnend überquere ich diese Forststraße. Durch diesen wunderschönen Kiefernwald werde ich bis zur Dristelalm noch 1,5 Stunden benötigen. Bis zur Rappenspitze habe ich 4 Stunden veranschlagt. In kleiner Serpentinenform schlängelt sich der Weg nach oben. Beine und Lunge werden voll gefordert. Durchatmen. Dieser leichte Abschnitt kommt mir sehr gelegen dafür und dabei entdecke ich auch diese Inschrift. Der schönste Weg zu Gott führt über die Berge. In stillen Gedenken an unseren so lieben Sepp Hofer. Der Wald lichtet sich und das Gelände der Dristelalm ist erreicht. Am anderen Ende geht es durch einen herrlichen Lärchenwald weiter bergan. So, ich befinde mich auf knapp 2000 Metern Höhe. Wie man unschwer erkennen kann, ein wilder Anstieg liegt hinter mir. Ich bin ziemlich geschafft. Aber noch 200 Höhenmeter liegen vor mir und die gehe ich jetzt an. Aus dem Kessel der Rappenspitze hinaus geht der Weg rechter Hand entlang. Recht steil verlaufend komme ich auf der Grasnarbe recht gut voran. Da stört mich der starke Wind heute eher weniger. Ein flaches Teilstück lässt mich durchatmen und Kräfte für den Endspurt sammeln. Auf diesem Kamm bin ich meinem Ziel schon recht nah. Dennoch, nochmals Zähne zusammenbeißen, die Beinmuskeln aktivieren und die Atmung beschleunigen. Schweißtreibend geht es am Grat nach oben. Endlich, nach gut 4 Stunden erreiche ich das Gipfelkreuz in 2223 Metern Höhe. Die 1134 Höhenmeter hatten es in sich. Jeder Schritt hat sich jedoch gelohnt und mich glücklich gemacht. In Gedanken bin ich schon heute Abend beim Schandelwirt und seinem leckeren Schnitzel und dem Tegernseher Spezial.